egoistisch. Was blockt uns manchmal, dem anderen zu helfen? In anderen sehen jemanden, der wertvoll genug für unsere Ansicht ist, dem zu helfen. Ich denke, dass gerade das, was ich eben gestern diskutiert habe, die Vergangenheit, wenn wir zu viel lesen, wenn wir also einfach eine schlechte Erfahrung machen, haben wir geholfen, jemand hat uns angeschrien, haben wir geholfen und oder gelesen, dass jemand jemandem geholfen hat und der ausgenutzt war. Deswegen zu viel über die Vergangenheit nachzudenken und das in unseren Kopf ablagern, kann uns daran blocken, dass wir ganzes Leben lang warten, bis endlich wir sicher sind, ja, diese Person tatsächlich ist es gut zu helfen. Und dann können wir in der zweiten Gruppe, die in dem Evangelium erwähnt ist, sein, wo Jesus fragt uns, warum haben wir ihm nicht geholfen? Und wir werden sehen, ja, aber wir haben bisher nur alle, die uns ausnutzen wollen, gesehen und nicht diejenigen, die tatsächlich es sich verdient haben. Und viel besser ist darüber zu vergessen, mit neuem Sicht jeder Person zu sehen, mit offenem Herzen neuen Tag und neue Person begegnen, auch wenn das manchmal kostet. Ja, aber wenn wir das nicht in uns abspeichern, diese ganzen Erfahrungen, schlechte Erfahrungen, werden wir wie in der ersten Gruppe sein. Werden wir dann am Schluss sagen, wann haben wir dir geholfen? Werden wir nicht mehr uns daran erinnern können, dass wir etwas getan haben. Jeder Tag wird ein neuer Tag sein. So verstehe ich das Evangelium heute. Und du?